Willkommen zurück zu einem neuen Part bei Familie Winter, heute im Haushalt von Lex und Lola. Ja, in der letzten Folge von Lex und Lola ist ja so einiges Spannendes passiert. Die Sims haben mir zum einen einen kompletten Strich durch meine Rechnung gemacht, durch meinen Plan. Und ja, dabei ist das da dann passiert, dass die Lola schwanger geworden ist. Eigentlich war ja geplant, dass sie eine Leihmutterschaft eingeht. Das war so ihr persönlicher Wunsch, den sie sich vorgenommen hat. Sie möchte gerne der Familie oder Familien den Kinderwunsch erfüllen, die halt selbst nicht ein Kind bekommen können, die da Probleme haben. Oder homosexuelle Paare, die einfach kein eigenes Kind in dem Sinn bekommen können. Und ja, die beiden haben dann getäschelt im Mülleimer und eins hat zum anderen geführt. Und ja, was draus geworden ist, wissen wir ja bereits. Falls nicht, weißt du es jetzt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, diesen Episode heute spielen zu dürfen, denn wir wollen heute das ganze Thema, ja, Babygeschlecht, die Anzahl der Babys rausfinden. Ich hoffe wirklich, also ich sag ja nie nein über Zwillinge oder Drillinge. Drillinge hatte ich bisher noch nie in meinem Spiel, beziehungsweise in den Let's Plays, aber auch selbst privat, wo ich gespielt habe. Nee, Zwillinge. Und das war dann auf gut Glück meistens. Deshalb, ich bin sehr gespannt, was die beiden bekommen werden. Es ist soweit alles vorbereitet. Wir werden dann, sobald wir alles wissen, dann auch eine kleine Babyparty bei uns zu Hause schmeißen, um der Familie einfach ein bisschen was zu erzählen, die Zeit zusammen zu genießen. Letzte Folge waren wir ja mit John und Linda und Sixana im Urlaub. Ich hoffe, euch hat der Part soweit gefallen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß jetzt mit diesem Part. Und die Süßen sind sich jetzt hier gerade ein bisschen am Essen. Ich habe mit der Lola hier ein bisschen ihren Online-Diplom-Abschluss vorangetrieben. Der ist jetzt über die Hälfte schon drüber, heißt, wir können so langsam das Ganze ins Rollen bringen, das nimmt Gestalt an. Und sobald wir wissen, wie das Ganze funktioniert, versuchen wir das mit der Celine zu machen. Weil die Celine hat ja auch ihren Highschool-Abschluss nicht beendet. Fragt mich bitte nicht, warum. Als wir sie älter gemacht haben damals, nach der Teenagerzeit, hat es Puff gemacht. Und ja, die Süße hatte ihren Abschluss leider nicht. Unsere Gina geht's gut. Da ist unsere süße Mausi. Der Lex arbeitet heute von zu Hause aus, weil er gern bei dem Termin mit dabei sein wollte und war auch schon mit ihr eine Runde joggen, weil sie ein aktiver Hund ist. Das hat sie ja von ihrem Papa, vom Charlie. Okay, süße Maus. Nein, nein, es wird jetzt keine Romanze geschauen. Du hast trotzdem noch Hunger, obwohl du was gegessen hast. Dann iss mal bitte die Weintrauben. Bisschen Obst ist gut, hat ganz viele Vitamine. Und dann würde ich sagen, gehen wir das ganze Projekt an. Wir haben auch schon ein bisschen was festgelegt. Zum einen haben wir den Geburtshelfer angerufen und haben gesagt, hier, wir hätten gerne eine natürliche Geburt. Oh, unsere Genie muss aufs Toilette, muss pieseln. Okay, das darf der Lex noch machen, bevor wir gehen. Bitten, das Geschäft zu erledigen, genau. Genau, und wir haben zum einen gesagt, hier natürliche Entbindung. Und wir werden heute Schwangerschaftsuntersuchungen in Angriff nehmen. Heißt, wir werden einfach mal so gucken, was Panda-Sama da für uns bereitgestellt hat und werden das einfach mal ein bisschen ausprobieren. Deshalb werden wir das Ganze in Angriff nehmen. Wir werden natürlich den Lex mitnehmen und ich hoffe... Oh, habt ihr es gesehen, wie sie ihren Bäuchlein gehalten hat? Wie süß. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du denkst, was es wird, wie viele Babys es werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben Platz im Haus, das ist überhaupt kein Thema. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und das ist auch für mich das allererste Mal, dass ich es wirklich vor der Geburt dann herausfinde. Ich habe immer gewartet und mich überraschen lassen. Und jetzt ist es das erste Mal mit euch zusammen, dass wir es herausfinden. Ich finde es total cool. So. Da sind wir auch schon im Krankenhaus. Und, oh, Jerry, du bist ja hier. Wie cool. Oh, 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 jetzt kommen die ganzen Ärzte. Wir haben hier Assistentin. Jerry ist Arzt. Wir haben Geburtshelferin und Geburtshelfer. Oh, der Theo, wie cool. Von der Christa, einer ihrer Sims von den Sanders. Die hat ja auch die Seven Toddler Challenge gemacht, wie ich. Und genau, der Theo, Newcomer sogar. Gut, bitte den bekommen wir wahrscheinlich nicht hin, dass er uns irgendwie untersucht oder so. Genau, auf jeden Fall. Würde ich sagen, kannst du mal ganz kurz deinem Daddy Hallo sagen? Und sie streichelt als ihren Bauch. Das ist so süß. Schaut's euch an. Na, stellt ihr euch jetzt schnell vor und sagt, hi Dad, voll schön, dass du hier bist. Heute regnet es mal nicht, ne? Die ganze Zeit hat es geregnet. Und sie kennt den Jerry leider
Oh, was, was, was? Erster Eindruck? Oh, der Jerry ist genervt von ihr. Okay, warum ist er genervt von ihr? Okay, egal. Wir werden das ganze Thema jetzt mal ins Rollen bringen. Ich würde sagen, wir werden ein Blutbild mal holen von Assistentin. Wir fragen den Jerry. Wie cool. Wir fragen den Jerry, ob er uns ein Blutbild macht, um zu gucken, ob die Werte alle gut sind. Es gibt ja bestimmte Werte, die man immer wieder kontrollieren lassen sollte. Und ja, die um 18 Uhr schon. So schnell ist die Zeit jetzt vergangen. Wirklich. Okay. Eine Stunde. Boah, ich hoffe, wir schaffen das. Los, los. Uns drängt ein bisschen die Zeit, sonst müssen wir das absagen und die so einladen, wenn wir merken, es wird irgendwie zu spät. Okay, auf jeden Fall kriegen wir jetzt die Blutwerte gleich gemacht und dann werden wir mal schauen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Aber Hauptsache die hohen Pumps an, ne? Und, ich glaube, ich breche hier das ab und wir feiern das dann im Anschluss nach. Ja, das wird zu knapp sonst. Wir wollen das ja jetzt hier in Ruhe genießen. Und, oh, jetzt nimmt er ihr gleich Blut ab. Oh, okay. Wie süß. Ne, Jerry? Ja, guck, gibt dir sogar so einen kleinen Tupfer. Das hat geklappt. Alles erledigt. Wir werden morgen deine Ergebnisse zurückbekommen. Mach dir bitte nicht so viel Sorgen. Wenn es irgendwelche Probleme oder Bedenken gibt, werde ich mich mit dir in Verbindung setzen und alles in Details besprechen. Aber denk daran, keine Nachricht ist es. Aber denk dran, keine Nachricht ist eine gute Nachricht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Kannst du dich bitte einmal umziehen, süße Maus? Und dann werden wir Ultraschalluntersuchungen starten. Auch mit dem Jerry. Das wird mega. Wenn er schon da ist, machen wir das mit dem Jerry jetzt auch zusammen. Und ich bin so, so gespannt, wie viele es sind. Ob es ein Junge ist, ob es ein Mädchen wird. Ich freue mich so und ich bin gespannt, ob du dich auch so freust und ob du ja vielleicht richtig liegst mit dem, was du vielleicht in die Kommentare geschrieben hast. Okay, huh. Stopp, 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 stopp. Du kommst bitte zurück. Hierher teleportieren. Du musst da jetzt mitmachen. Lex, du musst hier dabei sein. Du darfst nicht weggehen. Kann ich irgendwas klicken? Nein, leider nicht, ne? Jetzt bin ich gespannt. Komm hierher. Und jetzt geht's los. Sexy Unterwäsche hat's auf jeden Fall an, die gute. Und erklärt jetzt hier, ich mach dir jetzt dieses Gel auf den Bauch. Und dann werden wir herausfinden, oh, sehen wir da jetzt schon was? Oder ist das allgemein einfach gehalten? Jetzt ist es soweit, der Ultraschall. Okay, man sieht da die Gebärmutter und die Fruchtblase. Man sieht, oh, der Lex geht weg. Mann, Lex, du, wieso bleibst du nicht hier? Der ist böse. Und er zeigt dir dann, schau mal, da ist dein Baby. Und die Lola denkt nur so, oh mein Gott, das ist der kleine Würmchen. Und er sagt, das sieht alles super aus. Von der Größe, vom Gewicht stimmt alles. Oh, wie cool das gemacht ist. Er sagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wie cool. Oh, ich bin so gespannt. Okay, aber es sieht auf dem Bild, wenn das wirklich so angezeigt wird, ob es eins oder zwei wird, dann sieht es aus, als würden wir ein Baby bekommen. Und? Okay. Kluge Freunde sind gute Freunde. Anscheinend hat sich Lola soeben mit einem rationalen Sim angefreundet. Ja, ja, du magst rationale Sims. Bereits verliebt vom Ultraschall-Scan. Lola kann manchmal ihr Baby in ihrem Bauch spüren, aber es ist etwas anderes, es endlich auf einem Bildschirm zu sehen. Lola ist beim Anblick von ihrem Baby voller Freude und empfindet ein Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht vor dem Wunder des Lebens. Sie kann es kaum erwarten, ihr Baby kennenzulernen. Oh, wie goldig. Genau, 2 Tage hat sie noch. Haben wir jetzt ein Bild? Ach, oh nein, nicht draufklicken. Wir warten bis zu Hause. Auf jeden Fall wissen wir jetzt,
Haben den Ultraschall gemacht, wir wissen jetzt Bescheid. Dann würde ich sagen, flitzen wir jetzt ganz flottikarotti nach Hause, laden alle ein, die wir jetzt eigentlich ursprünglich einladen wollten. Und dann, ja, gucken wir, was es geworden ist. Okay, wir laden jetzt zum einen über das Telefon ein und machen dann hier unsere sieben Geschwister, indem wir die Versammlung starten, weil dann kommen sie auf jeden Fall. Und die Lola wird jetzt einfach schon mal hier hintergehen. Oh, ich freue mich voll. Ich fand das total süß. Ich bin echt mal gespannt. Oh, Lola, wie geht's dir? Oh, du bist ein bisschen müde. Okay, wir müssen das mal ein bisschen hochziehen. Da sind die drei Geschwister. Schon mal heißt's, ein paar fehlen noch. Aber Stück für Stück kommen sie. Da ist die, ne? Omi, der Jerry ist da. Es wird langsam. Es wird, okay. Eine Runde bilden mit denen, die nicht von der Gruppe sind, heißt, wir müssen auch uns Summer und Sophie einmal vorstellen, dass die Lola die beiden kennt. Und es wird dann eine Spätabend-Mitternachtsparty, um das Babygeschlecht rauszufinden. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. So, ihr Süßen, alle mal bitte dann hierher kommen, dass ich sehen kann, wer von euch alles soweit schon in einer Gruppe ist, dass ich dementsprechend agieren kann. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt so 4, 6, 7. Okay. Also die Naomi ist da, die können wir in eine Gruppe. Doch, die Mama ist da, da sitzt sie doch, da sitzt sie doch. Zur Runde hinzufügen. Also ich habe den Jerry, ich habe die Naomi, die Mama von ihr und ich meine, zur Runde zu genau. Und dann heißt es, fehlt eigentlich nur noch die Sophie. Und dann kann es auch schon losgehen. No, nein, pfui, 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 pfui. Bist du das Wahnsinn? Uah! Pfui, Gina, bist du des Wahnsinns. Ugh. Ich glaube, ich kotze gleich. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh mein Gott. Wollt ihr ihre eigene Kacke essen? Ugh. Und jetzt regnet es auch noch. Also ich habe heute kein Glück. Ich habe heute kein Glück. Okay, ich glaube, wir müssen die ganze Party nach drinnen verschieben, weil so schnell wird das Wetter jetzt nicht besser. Aber dafür wird unser Haus ein bisschen zu klein sein. Und dann kannst du mal sagen, zusammen hierher gehen. Wenn du dir was zu essen genommen hast. Okay, sie nehmen sich auf jeden Fall jetzt alle mal so Stück für Stück was zu essen. Das ist sehr, sehr gut. Und hast du dich jetzt vorgestellt? Sag mal, hi, kleine Maus, wie geht's dir? Hast Geburtstag gehabt, ne? Das hat deine Mama mir vorhin erzählt. So, Runde hinzufügen. Und dann dürft ihr bitte alle mal reingehen. Los, 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 los. Alle rein, alle rein, alle rein. Bitte. Auch du. Seid ihr jetzt alle drinne? Ja, okay. Sie sind jetzt alle drinne. Sie sind alle am Essen. Freuen sich, dass sie hier sein dürfen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden der Lola erstmal die Blase auf grün cheaten, bevor sie sich in die Hose macht. Wo haben wir denn eine Wand, wo nicht so viel vorsteht? Wo wir auch in Ruhe gucken können. Sollen wir es vielleicht einfach hier machen, an der Wand? Wir werden jetzt dieses Bild nehmen, an die Wand machen und dann hoffe ich auch schon, dass wir was sehen können. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt so schon lesen kann, ob ich das an die Wand platzieren würde. Ich würde es jetzt einfach mal an die Wand platzieren und dann gucken wir weiter, okay? Zack. Okay, da ist es. Okay. Puh. Okay, es ist auf jeden Fall ein Kind und es ist. Okay, es ist ein Baby. Ja, aber was? Hä, wieso? Wieso steht da jetzt nicht? Wieso? Oh nein, habe ich vergessen? Hätte ich das obere dazu nehmen müssen? Oh nein, das ist ja wieder typisch. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass es ein Baby ist. Aber damit wir jetzt auch wirklich wissen, was es am Ende wird, machen wir das jetzt einfach schnell hier drüber. Wir können nämlich hier Babynummer und Geburtsgeschlecht entdecken für 200 Simoleons. Machen wir jetzt gerade schnell über den RPO und werden das da draus finden. Das macht sie jetzt ganz flott. Auf jeden Fall ist es ein Baby. Aber wir wissen halt jetzt leider nicht über dieses Bild, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Das ist ja wieder typisch mein Glück. Das ist wieder typisch. Okay, sie ist auf jeden Fall jetzt auf dem Weg. Genau, sie macht das jetzt. Und ich würde sagen, der Lex kann da mal ganz kurz mit der Mama sich unterhalten. Wir warten jetzt mal, bis die Lola zurück ist. Und dann bin ich gespannt,
wie das weitergeht. Aber das ist wieder so typisch ich gewesen. Aber das ist auch schwer. Ich dachte halt, dass wenn ich die Untersuchung mache, dass ich direkt gesagt bekomme mit dem Bild, du hast einen Junge oder ein Mädchen und halt auch zugleich die Anzahl, ob es ein Baby ist, zwei Baby. Aber hier steht halt leider jetzt nur Ultraschall von Lola Kräme. Aber okay, gut. Wir erfahren es ja jetzt gleich. Okay, sie ist zurück. Herzlichen Glückwunsch. Du bist schwanger mit einem Baby und es wird ein Junge werden. Wie geil. Oh, Leute. Leute, wo ist der Lex? Lex, wo bist du? Wo bist du? Kannst du ihm das jetzt sagen, Lola? Kannst du ihm das sagen? Kannst du ihm das sagen? Kannst du ihm das sagen? Das Geburtsgeschicht des Babys bekannt geben. Ja, Mann! Schaut sie euch an, habt ihr gesehen, wie sie ihr Babybäuchlein gestreichelt hat? Lola, du bekommst einen Jungen. Und ich glaube, sie ist ganz glücklich. Mal gucken, was hier steht. Babytritt. Die Hand von Lola ruhte auf ihrem Babybauch und wie aus dem Nichts trat ein winziger Fuß von innen gegen sie. Sie konnte nicht anders, als über die unerwartete Kickboxing-Session zu kichern, die ihr Baby zu genießen scheint. Oh, wie cool. Und sie braucht ein bisschen Spaß. Ja, ihr dürft dann nochmal techteln am Ende, ne? Na, das war doch ein bisschen ein Fail, aber es hat doch trotzdem echt Spaß gemacht. Okay, die Lola und der Jerry und die Mama von ihr wollen sich jetzt schon verabschieden. Können wir sie ankündigen? Ah, die weiß ja noch gar nicht, dass sie schwanger ist. Stimmt, wir müssen erstmal sagen, dass sie überhaupt schwanger ist. Und dann dürfen wir ihr sagen, hier, schau mal, es wird ein Junge, wir bekommen ein Baby. Wo ist die Naomi? Die Naomi muss das natürlich auch direkt wissen. Aber sie wird jetzt erstmal dem Lex sagen, dass die beiden einen kleinen Jungen bekommen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob er sich freut, denn er hat eigentlich hier drinnen, dass er eigentlich noch gar keine Kinder haben möchte. Deshalb, wir müssen das vielleicht mal neu auslosen, dass er vielleicht auf neutral geht, weil ich weiß nicht, ob das sonst so, hat sie es ihm jetzt gesagt, hat er ein Mutlet bekommen? Okay, mal gucken. Mal gucken, wie die Mama reagiert, wenn wir ihr das mitteilen. Auf jeden Fall, er ist an sich positiv gestimmt. Wir können ja noch mal hier ins Profil reinschauen. Okay, ich glaube, ich muss den Wonderful Wimps einmal noch mal überarbeiten, weil das geht ja gar nicht. Okay, das haben wir jetzt eben mal ganz fix gemacht. Das war jetzt nicht so Bombe. Und freut sie sich, die Mama von ihr? Ja, ich glaube, sie hat sich gefreut. Kannst du dir dem Baby jetzt mal Hallo sagen? Sag, komm, Mom. Und ich glaube, ihre Mom, die freut sich darüber wirklich sehr, dass ihre Tochter jetzt einen Partner gefunden hat fürs Leben. Wer es nicht weiß, die Lola und die Mutter sind, also sie ist alleinerziehend. Der Vater hat sie damals, als sie schwanger war, sitzen gelassen. Sie hat es nicht leicht gehabt mit der Lola, weil sie finanziell halt auch nicht so gut aufgestellt war. Sie hatte immer zwei Jobs und hat wirklich versucht, alles für Lola zu geben. Als Spaß, ja, können wir gerne machen. Und hat da wirklich ihr Bestes gegeben, Lola eine gute Zukunft zu geben. Es war nicht immer einfach. Aber Lola hat nur gute Erinnerungen an ihre Kindheit. Und ich finde es voll schön. Also auch dafür, dass wir jetzt so einen kleinen Mist gebaut haben. Ich finde es total toll. Los, Mama, Baby fühlen jetzt. Okay, da sie es mit der Mama jetzt nicht macht, machen wir es jetzt mit dem Lex einmal zum Abschied noch. Und zwar hier, hast du deine Periode? Ja, okay. Oh Gott. Macht mich nicht kirre, meine Sims, bitte. Oh mein Gott, ja. Und so langsam geht dann auch die dritte Folge von Runde 3 dem Ende zu. Genau, da bitten dem Baby Hallo zu sagen. Genau, in 2 Folgen gibt es dann die große Ankündigung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu dann sagen werdet. Und ja, ich würde sagen, so langsam geht's dem Ende zu mit Folge 3 aus Runde 3. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Hat dir gefallen? Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Freue mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
und würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.